mich nur mit Tomaten aus. Mein Freund Steve hat ich träume von einem Obstgarten. Ich würde gerne eine Birne direkt von einem Baum essen. Guck mich nicht so an, ich gebe dir bloß Infos. Und weißt du was? Du wirst es nicht bereuen. Sophie, können wir reden? Tu ihm nichts, Simon. Lass ihn reden. Du bist dieser Pilger, der vor kurzem in die Stadt kam. Du bist ziemlich gut informiert. Ich habe kaum eine andere Wahl. Ich bin verantwortlich für die Sicherheit hier. Außerdem war das gestern ein ziemlich ordentlicher Auftritt. Ich suche Arbeit. Weißt du da zufällig irgendwas? Suchst du Arbeit? Ich arbeite nur mit Leuten, denen ich traue. Du kamst von draußen. Man wollte dich hängen. Alle reden schlecht über dich, Pilger. Du willst, dass ich dir traue? Dann rede mit den Leuten vom Bazar. Mal sehen, ob du ihr Vertrauen gewinnen kannst. Wenn du das schaffst, ändere ich meine Meinung vielleicht. Ich habe seinerzeit so viele Filme geschaut. Jetzt verstehe ich dich ein. Guck mich nicht so an, ich gebe dir bloß Infos. Ich züchte jetzt schon seit Jahren Kürbis. Aether? Ich höre. Aiden hier. Mir wurde gerade ein extrem zwielichtiges Geschäft angeboten. Vielleicht kriegen wir dadurch einen Hinweis auf Lukas. Ich brauche mehr als Hinweise, Aiden. Was auch immer es ist, kümmern Sie sich drum. Geht klar. Aiden, Ende. Hallo? Ist da jemand? Damien schickt mich. Hallo? Was willst du? Damien schickt mich. Er meint, ihr habt einen Job für mich. Falsche Adresse, Kumpel.
Ich habe eben mit ihm gesprochen. Damien, er schickt mich. Bist du allein? Ja, ich bin allein. Besser so. Jetzt komm rein und geh nach unten. Sie erklären dir alles. Hast du Interesse oder nicht? Ich bin Aiden. Damien schickt mich. Irgendwas mit deinem Job. Ach ja. Also, du bist neu hier? Hat mich Damien auch gefragt. Was macht das für einen Unterschied? Der Boss hat dir eine Frage gestellt. Ich versuche immer noch herauszufinden, warum ich hier bin. Du redest hier um den heißen Brei rum. Okay. Dann lass uns über den Job reden. Dazu ist es am besten, wenn du im Bazaar nicht allzu bekannt bist. Tja, ich würde nicht sagen, dass ich dort allzu bekannt bin. Das ist gut. Sehr gut. Scheint, wir haben unseren verlorenen Sohn gefunden. Was redest du da? Was willst du von mir? Kurz gesagt, unser Auftraggeber will dich ums Verrecken treffen. Bloß wird er wohl kaum der sein, der verreckt. Bin rein, Jungs. Hab dich gemacht, Arschloch! Ich hab was für dich, du Stück! Rate mal! Hier ist er! Jetzt gehörst du mir! Ich leg dich um! Spaß! Jetzt hab ich dich, du Arsch! Das bist du, Fickfresse! Kein Entkommen! Ducken! Seht ihr das, Bastard? Unterwegs! Was ist das, du Hurensohn? Ich hab was für dich, du Stück Scheiße!
Aiden, du bist... Wie noch bist am du? Leben? Du Arschloch. Du wolltest mich loswerden. Was? Nein, ich schwöre es. Ich würde niemals... Ich habe nur als Späher fungiert. Das ist mein Job. Wer sind diese Leute? Und warum suchen sie nach mir? Keine Ahnung, Aiden. Glaub mir. Bitte. Sie haben mir nur aufgetragen, ihnen jemand Neues zu schicken. Sie haben mir nicht gesagt, warum. Ich kann nicht anders. Ich muss tun, was sie sagen. Haben die irgendwas mit Lukas Tod zu tun? Was? Nein. Ich meine... Ach Gott, ich hoffe nicht. Das wäre schrecklich. Ich weiß nichts, ich schwör's. Du hast also außer mir noch andere geschickt. Und sie wurden alle umgelegt. Was hast du getan, Damien? Ich hatte keine Ahnung. Zuerst. Und als ich es rausgefunden hatte, konnte ich nichts dagegen tun. Ehrlich. Wie viele, Damien? Wie viele Leute hast du in den Tod geschickt? Hör auf, Aiden, hör auf. Es tut mir leid. Ich musste es tun. Ich bin hier gefangen. Glaub mir. Sie haben meinen Bruder. Dein Bruder. Rede, schnell. Sie haben ihn mitgenommen und gedroht, ihn umzulegen, wenn ich nicht tue, was sie sagen. Ich dachte mir, wenn ich mitspiele, lassen sie ihn irgendwann laufen. Die benutzen mich und ich bin es leid. Ich will einfach nur meinen Bruder zurück. Hilfst du mir, ihn zu finden? Du hast mich zur Schlachtbank geschickt und jetzt soll ich das vergessen und dir helfen, deinen Bruder zu finden? Du bist sauer, schon klar. Aber sieh es mal so. Er hat vielleicht erfahren, warum sie nach dir suchen. Wäre das nicht ein guter Grund, ihn zu finden? Na gut. Dann bete mal, dass er etwas weiß. Ich war schon dort und habe alles abgesucht. Keine Spur von Cliff. Echt jetzt? Scheiße. Verdammt. Du glaubst doch nicht, dass sie... Er ist doch nicht tot, oder? Nun zieh mal keine voreiligen Schlüsse. Aber wo halten sie ihn wohl gefangen? Verdammt, das ist alles meine Schuld. Ich bin so ein Idiot. Die Leute, die du hergeschickt hast, die gehen auf deine Kappe. Bei deinem Bruder bin ich mir nicht so sicher. Wo hast du ihn zuletzt gesehen? Wir waren im östlichen Quarry End bei der Teufelsbrücke, als sie uns angriffen. Sie haben ihn als Geisel genommen und mich seitdem benutzt, um ihre Befehle auszuführen. Ich habe das nur getan, damit mein Bruder weiterlebt, Aiden. Ich wusste nicht, dass Leute sterben würden, als das hier losging. Was ist die Teufelsbrücke? So heißt das Gebäude. Im Mittelalter haben sie gedacht, da spukt es. Aber dann haben sich die Zeiten geändert und niemand glaubt das mehr. Vor dem Virus war das eine Autowerkstatt. Jetzt ist es voller Banditen. Dann werde ich wohl die Gegend rund um die Teufelsbrücke nach Hinweisen absuchen. Aiden, im Ernst? Das würdest du für mich tun? Ganz sicher nicht. Ich mache das nur, damit niemand mehr wegen dir stirbt. Vielleicht. Ich bin sicher, er lebt noch. Hallo.
Mutprobe für den großen Abend? Wo kommst du denn her, Hübscher? Ich hab dich singen hören. Mach Lola nichts vor, Schnucki. Wette, du dachtest, da würde jemand eine Katze strangulieren. Nein, gar nicht. Ich, Siehst du diesen Hals? Solltest du nicht. Normalerweise ist er eingewickelt in die weicheste, erlesenste Nerzstola. Lola war die Grande Dame des Bazars. Aber ehe sie nicht wieder mit ihrer geliebten Nerzstola vereint ist, kann sie unmöglich auftreten. Aber wie soll Lola denn jemanden ohne ihre geliebte Nerzstola bezaubern? Ohne sie treffe ich die hohen Töne nicht. Und man sieht nicht gerade überall Nerze herumhüpfen, oder? Wo ist sie? Vorhin kam eine starke Böe, riss sie von Lolas zarter Kehle und trug sie davon. Ich sah sie am Gerüst in der Nähe der GRE-Quarantäne flattern. Ecke Market und Horseshoe. Lola ist machtlos und kann sie nicht bergen. Ich könnte das. Würdest du? Lola könnte zurück zum Bazar, um zu unterhalten, statt Kinder wie ein lauernder Screamer zu erschrecken. Das können wir nicht zulassen. Nein, absolut nicht. Ich danke dir, mein Ritter in Strahlen, der... was auch immer du da anhast. Ich erwarte dich auf dem Bazar. Beeilung! Meine Fans warten! Ich werde mich beim Windrad niederlassen, jetzt da der Strom wieder geht. Treibstoffbehälter.
Junge, ich hab dich auf das Ding klettern sehen. Du bewegst dich gut, Mann. Ich hab die Isolierung gestern kontrolliert. Und? Ich habe, was du suchst. Das kommt hier noch. Sieht aus, als könnten wir jetzt bei dem Windrad sicher übernachten. Das kommt hin und wieder mal vor. Was zur Hölle im Zentralring vor sich geht, seitdem die PKs den Zugang eingeschränkt haben. Naira, weil du mich nicht verstehst. Die Essenz des Überlebens? Wovon redest du da? Willst du es rausfinden? Schließ die Augen. Was nimmst du wahr? Nun ja, ich höre Geräusche. Ja, und was noch? Irgendwas stinkt da. Genau. Gerüche. Impulse gehen von den Sinnesorganen direkt ans limbische System, lösen eine emotionale Reaktion aus. Erinnerungen, das Wohlbefinden der Seele. Aber das riecht nach Scheiße. Was hast du erwartet? Was denkst du denn, was die Leute hier als Dünger nehmen? So genau wollte ich das gar nicht wissen. Tut mir leid. Also, wer bist du und was machst du hier? Vor dem Niedergang habe ich in einer Parfümfabrik gearbeitet. Ich schätze mich glücklich, in dem Jahrhundert professionell aktiv gewesen zu sein, in dem die Welt tatsächlich gut gerochen hat. Jetzt ist alles wieder normal. Also habe ich mich gefragt, wie kann ich das ändern? Welcher Geruch würde die Leute in dieser jämmerlichen Welt glücklich machen? Ich hoffe sehr, du meinst nicht, die Essenz des Überlebens sei nach Scheiße zu riechen. Natürlich nicht. Ich habe da eine wirklich aufregende Idee für einen neuen Duft. Die Leute bezahlen ein Vermögen für den kleinsten Dufthauch. Ich habe ihn Turn Me On genannt. Und er ist fast fertig. Ich brauche nur noch ein wenig Schrott für die Herznote. Herznote? Die mittlere Note des Parfüms. Metallschrott und Lavendel. Das ist alles, was fehlt. Na klar, Metallschrott und Lavendel. Eine Komposition, die auf der Hand liegt. Naira gibt sich extra Mühe, kontrovers zu sein. Wenn du mir welchen bringst, werde ich dir alles über meine Geheimformel verraten. Naira meinte, sie braucht auch Lavendel für ihr Parfüm. Das klingt schon einleuchtender. Metallschrott für Naira. Ich hoffe, das ist nicht bloß reine Zeitverschwendung. Aus Metall Parfüm machen. Klingt absurd. Hier, deine Zutaten. Gut. Ich wünschte, der Metallschrott hätte etwas mehr Öl, aber... Ach, Naira, kannst du nicht einfach mal für das dankbar sein, was du hast? Ich schwöre, jeden Tag muss ich mir diesen Scheiß anhören. Okay, okay. Voila, schon fertig. Hier, riech mal. Wow, das riecht... Das ist... Oh Mann, das ist ja himmlisch. Was ist das? Dummer kleiner Junge. Zu jung, um das zu kennen, was? Das ist der Geruch eines Neuwagens. Eines Autos? Bist du enttäuscht? Der Duft des Luxus ist die Basisnote, Selbstvertrauen ist die Herznote und das Aroma des Risikos und Abenteuers ist die Kopfnote. Alles, wovon du träumst, ist, den Motor anzulassen und in den Sonnenuntergang zu fahren.
Tausend Dank, dass du mir geholfen hast. Im Gegensatz zu gewissen anderen Menschen. Hier, nimm dies. Ich habe es mit Turn Me On eingerieben. Das wird dich daran erinnern, dich ab und zu auf deinen Geruchssinn zu verlassen.